Erwerbsminderungsrente abgelehnt, deutsche Rentenversicherung übergeht eigenen Prüfarzt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Eine krasse Fehlentscheidung der deutschen Rentenversicherung. Sie hat eine Erwerbsminderungsrente abgelehnt, obwohl ihr eigener Prüfarzt die volle Erwerbsminderungsrente auf Dauer feststellte. Eine Kundin beauftragte mich, sie in ihrem Erwerbsminderungsrentenverfahren vertreten und zu begleiten. Und zwar ist sie sehr schwer erkrankt. Sie hat eine beidseitige Innenohrschwerhörigkeit, die an Taubheit angrenzt. Sie hat, und das ist jetzt ganz schlimm, eine Makuladegeneration Auge links mit nur noch 4% Sehkraft. Das andere Auge ist nur noch zu 30% mit Sehkraft versehen. Sie hat Diabetes, Niereninsuffizienz und zwei Schlaganfälle und vieles, vieles mehr. Im Jahr 2019 lehnte die Deutsche Rentenversicherung eine Erwerbsminderung ab. Sie ist völlig verzweifelt und kam zu uns ins Büro nach Halle. Ich und mein medizinischer Mitarbeiter, der Herr Weise, nahmen uns der Sache sofort an und haben dann als allererstes mal sofort Widerspruch eingelegt. Und haben diesen Widerspruch auch gleich mit einer ersten Begründung versehen. Denn laut Aussage unserer Kundin gab es im Vorfeld des Rentenverfahrens überhaupt gar keine Begutachtung. Wir haben natürlich mit dem Widerspruch auch Akteneinsicht beantragt. Natürlich aus Datenschutzgründen kann ich Ihnen das so nicht zeigen, aber hier ist die Akte. Die haben wir jetzt bekommen. Und Sie werden es nicht glauben, die Akte legt hier eine echte Bombe offen. Ja, krasse Fehlentscheidung durch die deutsche Rentenversicherung. Unglaublich. Da haben wir hier ein eindeutiges, unmissverständliches Votum der Prüfärztin der deutschen Rentenversicherung vom 16. Juli 2019. Ich kann Ihnen das jetzt leider so nicht zeigen, weil ich natürlich auch den Datenschutz und auch das Anwaltsgeheimnis wahren muss, aber gehen Sie bitte davon aus, dass ich Ihnen hier keinen Blödsinn erzähle. Und in diesem Votum steht ganz klar und eindeutig drin, dass unsere Mandantin in ihrer letzten beruflichen Tätigkeit nur noch unter 3 Stunden arbeiten kann und auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auch nur noch unter 3 Stunden arbeiten kann. Und die Prüfärztin beschrieb dann auf der letzten Seite ihrer sozialmedizinischen Beurteilung nochmal, aus welchen Gründen das so ist und dass sie im Ergebnis ein auf Dauer aufgehobenes Leistungsvermögen hier feststellt. Das ist also nichts anderes als eine ganz klare, eindeutige Aussage, dass die Prüfärztin hier eine volle Erwerbsminderung festgestellt hat. Und jetzt verstehe ich ehrlich gesagt nicht, und Sie wahrscheinlich auch nicht, warum denn der DAV-Mitarbeiter trotzdem die Rente abgelehnt hat. Wir können nur spekulieren. Entweder er hat dieses Votum, diese sozialmedizinische Beurteilung in der Akte einfach übersehen. Oder er setzt sich bewusst über die fachliche Kompetenz dieser Ärztin aus seinem eigenen Hause hinweg. Letzteres wäre gegenüber der Versicherten eine schwere Amtspflichtverletzung. Wenn sich das herausstellen sollte, wird das Folgen für diesen Mitarbeiter der DAV haben. Da kann er sich sicher sein. Also ich habe aufgrund dieser Geschichte hier sofort Widerspruch eingelegt, nochmals erklärt, warum hier sofort eine Erwerbsminderungsrente für unsere Mandantin zu bewilligen ist. Und das lese ich Ihnen noch mal ganz kurz vor. Mit sozialmedizinischer Feststellung Ihrer Beratungsärztin vom 16. Juli 2019, Platt 30, fortfolgende der Akte, wird eindeutig festgestellt, dass unsere Mandantin ein auf Dauer aufgehobenes Leistungsvermögen hat. Dies hat sie unter Ziffer sowieso der sozialmedizinischen Beurteilung des Leistungsvermögens festgestellt. Daher stellt sich diesseits die Frage, inwieweit Sie dieses Votum der eigenen Ärztin in Frage stellen können. Wir gehen davon aus, dass Sie aufgrund unseres Widerspruchs die EM-Rente auf Dauer gewähren werden. Und zwar schnellstmöglich. Wir beantragen die sofortige Abhilfe. Mit freundlichen Grüßen, Peter Knöppel, Rechtsanwalt und Rentenberater. Jetzt stelle ich an Sie die Frage: Was halten Sie denn von dem Verhalten der deutschen Rentenversicherung? Das ist doch eine Frechheit. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare auf unserem YouTube-Kanal von rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.